Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 2. Dezember und heute ist der Tag, wo ich entscheiden muss, ob ich morgen wieder arbeiten kann oder nicht. Und bin gerade aufgestanden, habe noch keine Medikamente genommen und es wird besser, definitiv, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das morgen schaffe oder ob ich nicht zum Arzt gehe nochmal. Problem ist, es ist am Wochenende was los bei uns und sowieso ist das Problem, dass du als Kranker immer der Arsch bist. Also nicht nur hier, sondern generell. Und das, ich weiß nicht, ob das nur in der Gastronomie so ist, weil ich kenne es nur von der Gastronomie so, aber bist du auf Arbeit, bleibst du da, quälst dich da, weil du deine Kollegen nicht im Stich lassen willst, weil du die Arbeit nicht liegen lassen willst oder wie auch immer. Heißt es überall, guck mal da ja mal rum, der Kranke, warum geht er denn nicht zum Arzt? Oder guck mal an, wie krank der ist, warum steckt uns noch an oder solche Sachen. Gehst du zum Arzt, heißt es ja, krank, keine Lust zu arbeiten oder solche Sachen. Gerade wenn dann unten Veranstaltung ist oder so, heißt es dir hier krank, Penner. Und ja, sowas kotzt mich an. Im Grunde ist mir egal, was die Leute über mich denken, aber sowas kotzt mich echt an, weil ich bin wirklich nicht jemand, der alle Nase lang zum Arzt rennt. Also das kann man an einer Hand abzählen, wie oft ich krankgeschrieben war seit meiner Lehre. So, jetzt öffnen wir mal Türchen, oder? Türchen Nummer 1. Sieht auch so komisch aus. Türchen Nummer 2. Hey, auch was Leckeres drin. Türchen Nummer 3. Cool. Türchen Nummer 4. Guten Tag. Guten Tag. Kommt rein. Passt voll, Angel, sagst du, ja? Wir können ja mal testweise, ich kann mich ja mal da hinsetzen, damit du da auch noch mal durchgucken kannst. Als bitte. Blockbesitzer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ich würde. Wir sind still im Hotel. Oh, wenn ihr die ganze Zeit da unten bohrt. Rastig aus. Warte noch mal kurz, ich habe die Kamera noch nicht rechtzeitig angehabt. Würdest du das bitte noch mal wiederholen? Also durch dich wird es jetzt nicht schöner. Aber. Schmeißt er sich jetzt schon weg? Ich meine, wir können das Projekt kurz erklären. Ne? Ich bin jetzt eigentlich nur so der Statist, der dafür da ist, irgendwelche wilden Fragen zu stellen. Oh, ich heule schon. Ich kann schon tränen. Ich finde nur Aber ich gerade. finde trotzdem diese technische Anordnung finde ich absolut den Knaller. Auch wenn meine. Also ab morgen benutze ich wieder mein Huawei. Diese Background-Geräusche haben wir teuer eingekauft. Warum stellt eigentlich meine Kamera nicht scharf? Herr Thiel. Das weiß ich nicht, ich finde das nur so schön. Da stehen zwei Kameras an einem Stativ, ne? Wenn man das iPhone mal als Kamera jetzt benutzt, Ja. bezeichnen möchte. Oh, ich bin total verheult gerade. So schlimm ist nur auch nicht.
Und wir haben jeweils immer noch eine Kamera, ne? In der Hand und filmen uns dabei. Wie bescheuert sind wir eigentlich? Wir sind gar nicht bescheuert. Das Schöne an der Sache ist, ja. Richard Gutjahr wird allein aufgrund der Tatsache, dass wir 27 verschiedene Kameras benutzen, wird ein Fanclub für uns gründen. Das möchte ich bitte haben. Ein Fanclub? Ja, der von Richard Gutjahr gegründet wurde. Die Frage ist natürlich, was möchtest du zuerst haben? Möchtest du zuerst deinen Merchandising-Shop haben oder zuerst deinen Fanclub? Vielleicht sollte der Merchandising-Shop schon mal da sein, wenn der Fanclub kommt, damit die sofort einkaufen können und ihr Geld loswerden können. Genau. Was möchtest du denn nur für Produkte eigentlich haben? Ich fand die Idee, die du hattest, ganz gut. Die mit den Lederhotpants? Ja, und das Ganze auch nochmal lang für den Winter. So, natürlich. Shops oder wie nennt man die? Chaps, okay. Nimmst du dir das eigentlich auch für mich, für meinen Vlog oder für dich, für dein neues Vlog? Das weiß ich noch nicht. Hab ich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Die Öffentlichkeit weiß jetzt, dass du einen Vlog machen musst. Willst. Muss. Musst. Deswegen stehe ich auch hier so abgelottert heute rum. Egal, hast du schon mal gesehen, wie ich mit meinem Vlog aussehe? Dann machst du irgendwann keine Platte mehr. Echt? Ab Folge 50 ist alles egal. Lass uns wenigstens irgendwas Sinnvolles heute noch tun. Hiermit. Und damit. Und damit. Und damit. Ist auch leer? Okay. Natürlich ist der Akku leer. Ich kann mich schon wieder aufregen, der GoPro hier. So, jetzt hier ist ein bisschen Konzentration, ne? Weil so ein Akku hält ja nicht ewig, ne? Stimmt wohl. In so einem iPhone. Zum Glück ist hier warm drin. Ja, es ist hier nicht warm drin. Ich hab das Gefühl, ich sitze in der Sauna. Verstehst du? So. Das war so aufgeregt. Das natürlich. Bin total aufgeregt gerade. Nochmal Tee oder Kaffee machen? Dann wird's hier los. Nein, ich hätte jetzt gerne eine heiße Suppe. Eine heiße Suppe wäre jetzt schön. Damit ich nicht so friere. Damit ich von innen ein bisschen mich erwärmen kann hier. No. Bei gefühlten 85 Grad. Da man ja in Innenräumen nicht mehr rauchen darf, muss ich was anderes zum Spielen haben. Ja. Ein Stift. So. Hast du nicht so Elektropfeifen oder so? Hab ich. Siehst du, hättest du die mitbringen können. Ja. Die hättest du hier rauchen dürfen. Ich weiß. Hier, ne, direkt in Studioanlagen von Blivico. Ein bisschen mehr Kontenance bitte, ja? Ein bisschen Ernsthaftigkeit in das Thema legen. Ich mach das hier alles nicht zum Spaß. Verstehst du? Ja, eigentlich schon, aber ist ja egal. Entschuldigung. Das muss man ja der Welt nicht sagen. So. Ich muss doch nochmal aufstehen. Mach weiter. Dann steh auf. Ich mach doch weiter. Ich sag's dir nur. Nicht, dass es gleich ein Panik war. Oh, jetzt steht er wieder auf. Oh, jetzt steht er wieder auf. Was wohnt er denn da? Taschentücher. Rotztücher. Stundenlang die Maske gemacht und jetzt fängst du an, mit Taschentüchern rumzuschnoddern? Falls ich gleich wieder Tränen lache. Ich fühle mich hier nicht ernst genommen gerade. Dann mir liegt das nicht. Stehe ich nicht. Ich auch nicht. So. Habe ich dir schon gesagt, dass ich eigentlich wieder auf mein Huawei umsteigen will? Nicht, dass ich was gegen Sony hätte, aber irgendwie ist mir die letzten Tage, ich habe so eine Huawei-Phase, verstehst du? So. Wollen wir kurz erklären, warum wir uns hier zusammengefunden haben? Warum wir uns hier vereinigt haben in diesem Orte? Ja. Ja. Also es ist ja so, ich bin ein weltberühmter Vlogger. Nein, okay. Kann der auch dann du haben? Okay, du. Fang du mal an. Warum? Ich kenne diese Frau gar nicht. Es geht doch nicht um die Frau. Eigentlich geht es um... Der Mario wurde zu irgendeiner... Jenny heißt sie übrigens. Von einer Jenny? die ganz nett ist. Jedenfalls glaube ich das. Von dem, was ich gesehen habe. Wurde er nominiert, um 15 Fragen zu beantworten. Und zwar aus dem Grund... dass sie, weil sie halt Marios Snapchat-Beiträge so toll findet. Ja, genau. Das wiederum kann ich nicht verstehen. Aber Moment mal, ja? Da müsst ihr euch selber ein Bild von machen, ne? Snapchat-Logo Mario hier einblenden, bitte. So, weiter.
Ja, so macht man das. So habe ich gelernt. Habe ich gelernt. Von weltbekannten Vlog. Und Dagi B. Wer ist das? Das ist der YouTube-Kanal, der bei dir ganz oben in der Liste steht. Verdammt, ich wusste, er verrät alles. Gut, fangen wir an mit den Fragen, damit wir es hier irgendwann hinter uns bringen. Ja, außerdem Hashtag AskTimo und so. Das war ja auch noch der Grund. Er wollte sich ein bisschen rauslavieren aus der ganzen Nummer und ein paar sinnvolle Fragen gestellt bekommen. Ja, allerdings kann man also zu ihm passende Fragen gestellt bekommen. Nicht sinnvolle Frage. Die kommt ganz zum Schluss, oder? Die kommt, natürlich kommt die ganz zum Schluss. Die steht übrigens hier auf dem Bildschirm. Ja, irgendwo, wenn du lesen kannst. Falls ich dran erinnere. Natürlich. Ich meine, ich hatte sie ja schon gelesen. Ich weiß ja auch nicht, wer sie geschrieben hat. Warum macht man das nicht? Okay. Vielleicht hätten wir die Fragen nochmal durchlesen sollen, damit wir die Antworten haben. Nee, wir machen das ganz spontan. Du musst jetzt einfach mal spontan sein. Na? Du kennst mich jetzt inzwischen. So ein paar Tage. Ja. So, dass ich den Fehler gerade bemerkt habe. Ja, der Mensch wächst ja auch mit seinen Herausforderungen, ne? Okay. Mein Musiklehrer hat mal gesagt. Der hat das eigentlich immer recht gehabt. Also Frage 1. Die wird ganz einfach sein. Hoffentlich. Ja. Weil die erste Frage ist? Auch. Weil du keine Antwort darauf haben musst. Ach so. Hast du einen Spitznamen, den nur deine Familie verwendet? Nee, da geht schon los. Nein. Hast du nicht? Also ich habe einen Spitznamen, die meisten... Also viele nennen mich Tilly, auf Arbeit sowieso und so, ne? Ja. Mein Wunschspitzname wäre ja Teamer, würde besser passen, ne? Hashtag Teamer, benutze ich ja immer. Ja, ja, ja. Aber ja, auch komischer Spitzname. Ja. Ne, aber meine Eltern haben keinen Spitznamen für mich. Nennen mich Mario, glaube ich. Mein Vater nennt mich ab und zu nur Spinner. Aber das zählt nicht wirklich als Spitzname. Ja, verstehe dich nicht. Ich auch nicht. Deswegen sind wir uns auch so nah. Das ist Vater. Zweite Frage. Hast du komische Angewohnheiten? Ja, hast du nun welche oder hast du keine? Nein. Nein, doch bestimmt. Bestimmt, aber keine, die man hier öffentlich preisgeben sollte. Wenn du irgendwann deinen Durchbruch schaffen willst. Ja, stimmt. Ja, die heben wir uns dann für nach dem Durchbruch auf, damit du dann immer noch Storys lieferst. Verstehst du? Ja, okay. Ja? Um den Level hochzuhalten. Fällt dir eine... An die Wohnheit ein? Die du hast? Ja. Die komisch ist? Nee, du bist so ein gesamtkomisches Konzept. Danke. Bitte. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Ängste? Was löst in dir Panik aus? Ich bin grundsätzlich paranoid. Ja, das stimmt. Da hast du allerdings recht. Obwohl manchmal auch zu Recht. Und das so oft, dass sogar ich schon teilweise paranoid werde. Nein, das ist ja nicht wirklich paranoid. Das ist Wissen. Ja, wie Vorahnung. Ja. Ja, ja? Ja, also ja, das habe Vorahnung. Ich. Vorahnung. Ja. Habe ich. Aber Phobien, nö. Nee. Fällt mir jetzt nichts Spontanes ein. Spinnen, Schlangen, Katzen. Ja, ist ja keine Angst, ist eher so der Hass, ne? Ja, verstehe ich schon. Und Phobien wäre übertrieben, aber Tauben finde ich eklig. Ja. Fliegende Ratten. Ja. Aber ist keine Phobie. Nee. Jetzt kommt. Nein! Noch eine Frage, bevor meine Lieblingsfrage kommt. Welchen Song singst du, wenn du alleine bist? Ach, hätte ich jetzt vorbereiten müssen. Hättest du vorbereiten müssen? Ja? Nein, eigentlich. Also, wenn Musik läuft, dann singe ich ab und zu mal mit. Von den Songs, den ich jetzt so kenne. Ja. Da gibt es aber keinen speziellen Song. Nee. Und was wir jetzt vorbereiten wollten, war eigentlich Spielen wir das Lied vom Tod. Ja, das kannst du ja jetzt noch reinschneiden. Guck mal, wir machen jetzt hier Ballett. Nee, kann ich ja nicht reinschneiden. Kannst du nicht? Nee, wie soll ich das reinschneiden? Kommt hier gleich YouTube um die Ecke. Hier, geschützt. Ja, schon mal wieder. So können wir Video nicht mehr abspielen. Ja, gut. Egal. Können wir nicht machen. Haken wir das ab. Ja, ist ja nicht wichtig. Ja. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Komische Angewohnheiten ist übrigens, ne? Weil, ja. Habe ich gerade gemerkt. Mhm. Seitdem ich Bart habe, mache ich immer öfter. Ja. Ja, ich wurde letztens auch gefragt. Oder wurde festgestellt, dass ich ja ganz oft so im Gesichtsfell rumhantiere. Ja. Und meine einzige Antwort, plausibel, die darauf kam, war, deswegen habe ich ihn.
Damit man irgendwas hat, woran man... Ist so ein Bart, den zuppeln. Muss man anfassen. Den muss man, da muss man dran so. Rumzappeln. Genau. Gut, jetzt aber meine Lieblingsfrage. Oh. Welche Kleinigkeit bringt dich auf die Palme? Alles? Jede war die richtige Antwort. Jede Kleinigkeit. Ja. Was eigentlich total untypisch ist, weil wie wir alle wissen, der Mayo stammt ja aus der Uckermark. Und wenn es irgendwo so ein dumpfes Völkchen gibt, was eigentlich total in sich ruht und wenig redet und eigentlich so rein gar nicht emotional aus sich rauskommt, dann sind das die Uckermärker. Dafür mag man sie natürlich. Also bitte eigentlich auch. Ja, eigentlich ist er so. Das stimmt. Aber ich habe irgendwann gelernt, dass Aufregen Spaß macht. Ja, auf einmal entspannter. Ich reg mich gerne auf. Ja, ja. Achso. Ist ja wie so ein Überdruckventil, ne? Der Druck muss raus, damit man dann wieder in sich ruhen kann. Das macht irgendwie Spaß. Und ja. Ja? Ist auch ganz oft gar nicht böse gemeint. Außer beim Autofahren. Über Autofahrer regen wir immer auf. Ja. Zu Recht. Ja, wir können jetzt nochmal einen Rückschritt machen. Also haben wir die fünfte Frage praktisch jetzt mit der Palme, haben wir schon mal abgearbeitet, ne? Mit der Palme? Na, welche Kleinigkeit bringt dich auf die Palme? Achso. Ja? Haben wir abgearbeitet. Ja. Wir kommen jetzt zu Frage 6. Hast du nervöse Angewohnheiten? Ich muss mir die Nase schnauben gerade. Du hast ja gar nichts. Nervöse Angewohnheiten? Nee, hier. Hast du gar nicht beantwortet. Ne? Wenn man nervös ist, macht ja man nicht... das noch mehr. Ja? Findest du nicht? Ich weiß es nicht. Also ich ja. Macht das auch zum Nachdenken so. Ja? Oh, Nachdenken. Mhm. Mhm. Ja. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Da, wo mich der Hund hinlässt. Und der Hund ist nicht groß, wie wir sehen. Eben, aber das ist die Chefin. Und wenn die im Bett liegt und ich dann später ins Bett gehe, der Hund geht immer vorher ins Bett, dann muss ich immer erst die Bettdecke hochmachen, gucken, wo der Hund liegt. Und dann muss ich gucken, wie ich mich da irgendwie noch hinpacken kann, damit ich schlafen kann. Also liegst du auch manchmal unten? Meistens unter dem Bett. Ja, wie du da unterkommst, weiß ich nicht. Naja, okay. Was war dein erstes Stofftier und wie hieß es? Kann ich mir nicht dran erinnern. Kannst du nicht? Nee, ich weiß nicht, ob ich ein Stofftier hatte. Bestimmt aber. Brauchst jetzt hier nicht auf Mitleid machen, ne? Nee, wirklich nicht, keine Ahnung. Also, wir schicken jetzt alle dem Mario Stofftiere. Ja, bitte. Adresse damit, hier im Impressum. Im Impressum, genau. Damit wir sein Trauma irgendwie bewältigt kriegen. Also, mein erstes Stofftier war natürlich ein Löwe. Und er hieß auch Rex. Ja. Ja? Ich weiß nicht, ich habe echt keine Ahnung, ob ich mal ein Stofftier hatte und ob das einen Namen hatte. Ja, so schlimm kann es sein. Ich habe, wie gesagt, ich muss dann hier mal einspringen, um die Fragen mit zu beantworten. Ja, ich habe ja eh ganz oft so Gedächtnislücken, bin schon so alt. Ja, wolltest du die GoPro nicht woanders hinstellen? Ja. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich wollte die da an dem anderen Whiteboard mit dem Sorgverfahren machen, aber dann unser Rödel wäre jetzt alles im Weg. Ja, was haben wir denn hier noch? Oh, jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen. Meine Lieblingsfrage wird die Nummer 15 sein, aber nur weil die Antwort dich so aus den Bahnen wirft. Entschuldigung, ich schneide es aus. Nein, das ist drin. Natürlich. Nichts Schlimmeres, als mich zu schockieren. Vielleicht sollte die GoPro eher auf den Hund richten, damit man zum Notfall immer noch so ein Bild im Bild machen könnte mit dem Hund, weißt du? Wo dann alle raufgucken können. Aufgucken können und sich beruhigen können und denken, oh, die Aufnahmen von Cookie sind eigentlich nur dahingehend interessant, dass dieser Hund jedes Mal den Eindruck macht, dass sie alles versteht, was wir hier tun. Und eigentlich, wenn man sie lesen möchte, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass sie einfach nur genervt ist von dem Blödsinn, den wir hier treiben. Ich glaube, die ist wirklich nur genervt, aber verstehen tut sie nicht. Die denken, oh, wer versteht das schon? Die zwei Beine gehen mir schon wieder auf den Sack. Aber jetzt macht sie gerade die Äuglein zu. Jetzt schläft sie gleich. So, lass uns weitermachen hier, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Frage 9. Ne? Frage 9, ja? Ja, eigentlich die Frage, worüber ich mich herzlich aufregen kann, ne? ich ahne, was kommt. Welches Getränk bestellst du bei Starbucks? Eigentlich, also ich war das letzte Mal im Starbucks. Ich glaube, ich war nur einmal im Starbucks oder vielleicht zweimal, mehr nicht. Mhm. Und das letzte, das war in Wiesbaden, als ich mal Wiesbaden gelernt habe. Weil da gab es einen Starbucks, da war ich mal drin. Und vielleicht zweimal, ich bin mir nicht sicher. Und eigentlich würde ich ganz gerne mal wieder in Starbucks hin und da reingehen. Für den Vlog? Nee, ich muss nicht in Starbucks. Und ich wüsste auch nicht, was ich da bestellen würde. Weil, keine Ahnung, ist zu lange her.
wie sagt man ja. Und nee, hat damals schon scheiße geschmeckt. Also du kannst meiner Meinung nach im Starbucks keinen Kaffee trinken. Ne? Jeder normale, gesunde deutsche Mann ne? trinkt Kaffee. Falle ich ja schon mal raus. Nee, ich trinke Kaffee, ja. Natürlich. Ja, Kaffee trinkst du. Natürlich. Ja, ja. Denn damit hat sich doch alles erledigt. Also damit ist doch alles gesagt. ja. ne? Aber diese ganzen Pseudo-Hipster-Mischgeschichten, die es da gibt, die man vielleicht noch... Nein. Es gibt nichts, was man bei Starbucks trinken könnte. Also wenn ich mir ja meinen Kaffee hier mache, ja, dann brüllt den ja auf, so türkisch, ja, sagt man, so nennt man das, ne? Und das ist auch völlig korrekt so. Natürlich. Ja. Mag ich auch gerne so. Und ich warte nur auf den Tag, bis meine besondere Kaffeemühle kommt. Und dann will ich mal anderen türkischen Kaffee trinken. Aber gut, ich bin gespannt. Jedenfalls mache ich mir dann Sojamilch rein. Hm. Ne, die mit Vanille-Geschmack. Ja, 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 ja. Und das schmeckt mir gut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, ich glaube in Amerika, wo ich in Amerika war, da haben wir Kaffee in dem Hotel da getrunken mit so, weiß nicht, was sie da drin kennt, ne? Karamell und so, Sirup-Scheiße, keine Ahnung. Das hat damals geschmeckt. Ja. Und so kann auch schmecken, aber ich glaube bei Starbucks schmeckt das nie. Ich habe letztens bei einem uns beiden bekannten Museumsdirektor Kaffee aus Amerika ja. getrunken. Da war bereits der Kaffee, die Bohne, ja. mit Karamell aromatisiert. Die will ja so naschen. Haken an diesem Kaffee war allerdings, er war koffeinfrei. Mhm. Das ist natürlich so ein Ding, wo ich sage, Obacht. Auch grenzwertig, aber gut. Aber ich wollte nur sagen, dass man Kaffee auch so schon aromatisiert wohl bekommt. Ja. Ne? Aber ist aber auch nichts, was man als normaler, gesunder, deutscher Mann Fazit trinken sollte. Geht nicht in Starbucks. Nee. Scheiße, die sponsern mich nicht mehr. Oder vielleicht jetzt erst recht. Deswegen freue ich mich jetzt auf Frage 10. Was ist eine Beauty-Regel, die du predigst, aber nie befolgst? Ich glaube, du kannst noch eine Frage schieben. Ich glaube, ich kann ihre Regelwelt dahingehend erweitern, weil ich es vielleicht selber nicht hören möchte. Ich weiß, da provoziere ich es recht. Ja. Verdammt. Möchtest du die kurz schieben? Ich möchte erstmal kurz schieben. Also kommen wir die Nachfrage 15 nochmal, ne? Okay. Oder 16. Wohin hältst du dein Gesicht unter der Dusche? Da fallen mir diverse lustige Möglichkeiten ein. Also die korrekte Antwort ist erstmal so. Meine Dusche hängt hier oben. Wasser kommt von da. Ich gucke meistens nach vorne. Also mach nicht so, ich möchte kein Wasser in die Augen bekommen. Außer ich wasche mich dann. Ja. Und wenn ich den Bart wasche, mit speziellen Bart-Shampoo? Nein, habe ich nicht mehr, war zu teuer. Können wir später erzählen. Nee, dann haltet die sich weg, weil dann muss er erstmal einschamponieren, aber ansonsten. Ja. Straight. Mitten rein. Hart. Ja, alles. Jawohl. Gut. Hast du irgendwelche seltsamen Fähigkeiten? Lass mich erstmal schlauchen, ja? Also mir. Das ist schon seltsam genug. Das ist aber keine Fähigkeit. Also ich überbrücke kurz den Moment, wo Herr Thiel kurz den Elefanten imitiert. Habt ihr die Klüge, werd ich verarscht. Das sollte so aber nicht rüberkommen. Es tut mir leid. So, jetzt zu deinen seltsamen Fähigkeiten. Meine seltsame Fähigkeit Nummer 1 wäre... Ich kann komische Sachen mit meinem Finger machen. Das kann ich mit allen Fingern, aber nur mit dem kann ich es ohne Hilfe. Ja. Bei allen anderen muss ich nachhelfen. Ich kann auch komische Sachen mit meinem Finger machen. Tja, vorhin hatte ich noch eine Idee, als ich dir die Fragen diktiert hatte. Ist jetzt weg, oder was? Ja. Bist etwas unkonzentriert, kann das sein? Nein, gar nicht. Ich bin krank.
Achso. Nee, ich habe Vorahnung. Aber jetzt, ja, Vorahnung, die hast du, das ist wirklich seltsam. Aber eine Fähigkeit, das kann ich jetzt unbestritten so bestätigen. Genau. Jetzt kommen wir zu Frage 13, die müsste aber jetzt zu deiner Lieblingsfrage werden. Was ist dein liebstes Soul Food, von dem du weißt, dass es eigentlich nicht gut für dich ist? Gehe ich recht in der Annahme, dass du dir auch beantworten kannst? Weiß ich nicht. Ich möchte die gar nicht beantworten. Da fällt mir nur mal so im Rückgriff auf deinen letzten Vlog-Post, also dein letztes Video, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Fällt mir nur ein, da ist ja keine Füllung drin. Aber fand ich gut. Nein, ich glaube, mein liebstes Soulfood wäre definitiv Eis. Ja, aber das ist natürlich, ach, das war jetzt so offensichtlich, das war so klar. Ja, ja, ne? Ja. Also Eiscreme also. Weil Eis geht immer, ne? Eis geht immer. Eis geht immer. Ne? Gut. Aber das Eis ist auch gut für mich. Also, verstehe das nicht ganz. Psychisch. Das Eis ist sehr gut für dich. Richtig. So. Frage 14. Wir sind fast am Ende. Oh, ich habe immer noch Angst vor Frage 10, oder welche war das? Ja. Zeit für, Quatsch. Das ist Frage 14, du bringst mich total durcheinander. Welchen Spruch oder welchen Ausdruck benutzt du ständig? Ich sag ganz oft... Nix. Ich hab falsch angefangen, das ist scheiße jetzt. Das macht gar nichts, wir schneiden hier nichts raus. Verdammt. Eigentlich wollte ich diese Frage beantworten mit keine Ahnung. Stimmt aber auch. Ja, hast du vorhin gesagt. Als wir hier stundenlang vorneweg die Fragen gecoacht haben, klappte das viel besser, muss ich sagen. Nein, haben wir gar nicht. Na hallo? Ich hab die. Ach, Mann. Nein, aber mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft keine Ahnung sage in meinen Vlogs. Ist so. Ja, obwohl ich ganz viel Ahnung habe. Man muss ja auch mal ein bisschen so, ne? Understatement. Understatement, ja, 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 richtig. Hm. Genau. Also, da gibt es aber bestimmt noch so ein paar mehr Begriffe, die ganz oft benutzt. Definitiv. Die hat ja jeder, aber keine Ahnung ist definitiv einer der häufigsten geworden. Ist mir aufgefallen. Bei mir ist es ja unglaublich, ne? Passt komischerweise auch. Passt immer. Ist ja unglaublich. 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 Ja, egal. Frage 15. Zeit fürs Bett. Bist du bereit für die Frage? Weiß ich nicht. Oder bist du bereit für die Antwort? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas sehr auf die Schnelle finde. Weil ich wollen wir ganz kurz noch eine Pause einwerfen? Ne? Okay, dann. Zeit fürs Bett, was hast du an? Willst du die Ohren zu halten? Na, ich bin so viel gewohnt. Ich schlafe nackt. Ja. Der eine so, der andere so, ne? Ja, immer. Ich mag das nicht, was anzuhaben. Kann er nicht. Geht nicht. Da, ja. Wer mich also mal besuchen möchte und bei mir schlafen möchte. Jetzt ist genug. So, welche Frage habe ich geschoben? Welche Beauty-Regel predigst du und befolgst sie aber nie? War das Frage 10? Ja. War ich richtig gehabt, ja? Ja. Okay. Da, 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 da. Nie ohne gemachte Haare aus dem Haus. Und das ich, stimmt. Ja? Nein, die predige ja nicht, aber ich halte mich nicht dran. Weil ja. Ich kann mich an keine Beauty-Regel erinnern, die du je predigen würdest. Nee. Und vor 13 Uhr bin ich in jedem Vlog noch zerzaust. Es sei denn, du erinnerst dich an die gute alte Beauty-Regel jeder Mutter. Geh nie mit dreckiger Unterwäsche aus dem Haus, weil du weißt nicht, was dir noch passiert an dem Tag. Da hast du natürlich wieder durch, ne? Durch mich praktisch den Manuel Andrack von Herrn Thiel heute. Ja. Als Sidekick. Ja, war sehr gut. Danke. Meine Idee wäre auch nicht schlecht gewesen, aber das war definitiv besser. Ja, das ist so, weil man kann sich so die Bälle zuwerfen, ja, ne? Wir sollten immer zusammen vloggen. Ab jetzt jeden Tag bei mir. Dann musst du ja aber ein bisschen pushen, dann musst du dann aber auch irgendwann mal Kohle abwerfen hier, damit ich das auch irgendwie refinanziert kriege, den Spaß. So. Aber du musst dir echt so einen reichen Gönner suchen. Dagi B zum Beispiel. Oder Sami Slimani oder so. Die müssen dich einmal so ein bisschen featuren, verstehst du? Und dann geht das ab hier. Oder wie heißt der andere hier? Le Floyd, ich kenne die ja alle nicht. Was ist ja mein Problem, ich kenne sie alle nicht.
Ey, aber einen von den dreien haben wir schon mal live gesehen. Echt? Kannst du dich nicht mehr dran erinnern, nee. Republika. Als er an uns vorbeigerannt ist. Sami Slimani. Nein, der Le Floyd. Ja, ja. Ja, doch, stimmt. Hab ich gesehen. Ganz cool, Tag. Kann mich dran erinnern. Oh, ganz gut. Scheiß Hipster. Ganz schlimm. Ja, deswegen haben wir auch keine Karte für das nächste Jahr gekauft übrigens, ne? Und ich schwöre dir, der ist nicht viel gewesen, das ist alles nur aufgemalt. Der hat so, cool eine, der hat so eine Ärmel hat er. Ja. Sleeves. Okay, jetzt werden wir aber ein bisschen unfair. Ja, okay. Jetzt. Nachher werden wir noch gebasht oder so. Und dann kriegst du böse Kommentare von 13-jährigen Mädchen unter deine Vlog-Ros. Obwohl, du würdest dich freuen. Von daher ist auch nicht schlimm. Böse Kommentare. Ach so. Es ging um böse Kommentare von 13-jährigen Mädchen. Verdünnet Eis irgendwie gerade. Nein. Die Le Floyd, Dagi B und die anderen alle. Ja. Verteidigen. Mit ihrem Taschengeld. Jetzt ist zu viel Kritik, jetzt reicht es aber. Definitiv. Auch. Aber eine Frage ist noch da. Eine Frage ist da. Da kam noch eine Frage per Twitter mit dem Hashtag Ask. Ja, von dem komischen Menschen. Den Bildschirm da. Immer. Ich wusste gar nicht, dass ich so schön geschrieben habe. Obwohl ich auch inspiriert wurde schon von dir. Im Vorhinein. Ja. Wenn du dich erinnern kannst, dass du mich schon ganz kurz angeteasert hast. Habe ich? Was die Thematik angeht. Na, ich habe ja gefragt, planst du eigentlich saisonale Bepflanzungen für deinen Bart? Ja. Auch da muss man jetzt wiederum verstehen, die Frage resultiert natürlich aus dem Profilbild von Mario. Was ja nicht nur dieses furchtbare gelbe Geschnösel von Snapchat rundherum hat, sondern eigentlich dieses wunderschöne Sommerbild mit den Gänseblümchen im Bad. Ja, und was natürlich viel mehr bringen würde, wenn du dieses gelbe Geschnösel von Snapchat einfach mal wegmachen würdest. Das interessiert sowieso keinen Menschen. Wen interessiert Snapchat? Weiß ich nicht. Guck an. Merkst du selbst gerade, ne? Ja. Ja. Jedenfalls hattest du mich ja kurz vorher leicht angeteasert, was so die saisonalen Bartgestaltungen angeht. Wir werden nicht mehr verraten jetzt. Das stimmt. Aber ich meine, ist natürlich richtig, ne? Das ist aus dem Sommer das Bild. Ja. Mit Gänseblümchen, meine Lieblingsblumen. Ja, ja. Aber jetzt im Winter, so ein, heißen die Weihnachtssterne? Diese roten? Ja, aber die sind ein bisschen groß, ne? Ja, passen nur zwei im Bad. Wir könnten dich natürlich dann. Ja, könnte man machen. Ja. Vielleicht sollte man mal so ein Foto mit Weihnachtssternen im Bad. Ich hatte auch schon mal bunte Sträuße. Zu deinem Geburtstag. Ich weiß. Ich kann mich daran erinnern. Es gibt auch noch Videoaufnahmen davon. Hattest du die Videoaufnahmen eigentlich von? Ja. Der glückliche Hund. Ja, das ist schön. Ist jetzt süß, ne? Könntest du hoch im Knuddeln. Ja, dann ist er aber wach. Ja, das machen wir ja nicht. Ja. Und wenn sie wach wäre und... Hattest du das mit den... Jetzt, ja, Entschuldigung. Mal. Hattest du das mit den Streuseln bei dir im Vlog eigentlich drin? Ja, ne? Im Vlog? Ja. Wie ich die gemacht habe? Ich hatte doch auch Video... Ja. Visuell? Visuell aufgezeichnet. Doch, hatte ich drin. Ja? Ich glaube, ja. Ja, gut. Cool. Bin mir sicher. Stellt sich jetzt natürlich im Nachgang... Die Maske ist echt im Arsch. Ja. Tut mir leid. Er kann gar keine Beauty-Regel befolgen. Das geht gar nicht. Meine Beauty-Regel ist, habe immer ein Taschentuch zur Hand. Sehr vorbildlich. Kann ich nur begrüßen, diese Einstellung. Ja. Was noch? Du wolltest gerade noch was fragen, ich bin unterbrochen. Ja, ich weiß es doch nicht mehr, was ich fragen wollte. Ich muss ja hier schon die ganze Zeit mich irgendwie beschäftigen. Mario hat immer so viel lustiges Zubehör hier rumliegen. Da kann man immer irgendwie zusammenschrauben. Das ist wie Lego, ne? Passt alles zusammen. Ja, passt doch irgendwie mal alles zusammen. Das ist doch cool. Ja, gut. In dem Sinne, Freunde der Nacht, müsstest also, jetzt noch drei Leute nominieren, ne? Nee, mach ich nicht. Das ist sehr vorbildlich von dir. Obwohl du der Nächste wärst, aber du hast noch nicht angefangen mit dem Blocken. Und wenn ich das jetzt mache, fängst du nicht damit an. Das bin ich mir sicher. Wenn euch das aber ganz, das große Ganze hier gefallen hat, ja, dann benutzt den Hashtag AskTima und stellt mir weiter Fragen. Und ja, wenn ihr noch zusammengekommen sind, machen wir die nächste Runde. Folge 2. Jawohl. Und ansonsten werden wir mal gucken, dass wir, wenn wir so gemeinsame Terminlichkeiten haben, unter dem wunderbaren Hashtag alt und unberechenbar,
ne, der ja eigentlich schon eine ganze Weile so unser Slogan-Hashtag ist, ne? Obwohl mir aufgefallen ist, heute beim Öffentlichen, ne? Schande auf mein Haupt hier, oder wie sagt man, habe ich den bei meinen Vlogs noch nicht benutzt. Da finde ich jetzt nicht schlimm. Also ist jetzt nicht kritikwürdig von meiner Seite. Na gut. Ich kann heute nur. Ja. Jedenfalls alt und unberechenbar. Ja, hier. Ne? Und wer alt und unberechenbar total cool findet, so wie wir auch, der postet einen Kommentar unter Marios Vlog. Ja, so muss man machen. Unter das Video. Macht es. Genau. Und für die ganz Coolen gibt es nämlich diesen wunderbaren alt und unberechenbar Sticker, von dem wir noch genau einen haben. Gut, wir haben mehr davon, aber ne, wer so cool sein will wie wir... Ob wir wirklich noch einen haben. Wer so cool sein will wie wir, lass mich doch irgendwann mal ausreden, sonst mir wird der Arm hier schon lahm. Der bekommt von uns alt und unberechenbar Sticker. So. Ja, sehr gut. Machen wir. Ich finde die einfach zu cool. Ist er auch. Ja? Unsere Charaktere kommen auf den Fotos so gut rüber. Voll bekloppt halt. Viel cool. So. Unberechenbar. Leute, in dem Sinne, lassen wir den Mario. Ach hier, ne? Hab ich ja vorhin schon mal. Ja. Werbung muss sein. Ja, Werbung muss sein. So, und jetzt gehe ich die Kameras ausmachen. Und dann gehe ich meinen körperlichen Bedürfnissen frönen. Ja, und dann gibt's Linseneintopf. Finde einen guten Plan. Ne? In dem Sinne, bis später. Und mach ruhig weiter, ne? Aber ich beende das Video an dieser Sache, an diesem Punkt. Er beendet das Video an diesem Punkt. Ich habe noch nicht drauf gedrückt. Ich dachte, er wollte jetzt noch eine große Botschaft an die Welt senden. Für Frieden und Liebe. Mein Ibuprofen lässt nach. Oh, er muss nachwerfen. Das will keiner sehen. Also, weil Ibuprofen gibt es jetzt auch als Zäpfchen. Weil ich sagen wollte, ich beende dieses Vlog hier an dieser Stelle, weil mehr besser kann es jetzt nicht mehr werden. Mehr Blödsinn können wir nicht reden. Definitiv nicht, ne? Also in diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.